Ich bin Alexandra Neumann. Ich komme aus Deutschland, Hessen. Wurde bei mir diagnostiziert 2013 spinocerebelle Ataxie Typ 1. Es macht sich bemerkbar durch die Stimmungsschwankungen, durch die Gleichgewichtsstörung und auch die Sprache ist sehr beeinträchtigt, wie man ja hört. Es wird vererbt, daher war es keine Überraschung, da es meine Mutter auch hatte. Und fing direkt an zu googeln, weil ich mich nicht damit abfinden wollte. Nach meiner Diagnose bin ich erstmal in ein Loch gefallen, wie ein schwarzes Loch. Komplett reingefallen. Natürlich, also im letzten halben Jahr hat die Krankheit bei mir total zugeschlagen, sodass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte, nicht mehr Auto fahren konnte. Und was für mich als Frau ganz wichtig ist, ich konnte meine Fingernägel nicht mehr lackieren. So Kleinigkeiten halt, die einfach nicht mehr gehen. Make-up tragen, Fahrrad fahren, ja, normale Sachen eigentlich. Das ganze Laufen, das Sprechen, es fiel mir einfach nicht mehr so leicht wie vorher. Es ging sehr schnell bei mir. Dass es unheilbar ist und kam durch ein Forum relativ schnell auf Stammzellbehandlungen und Bike. Ganz klar hatte ich natürlich wie alle anderen auch die Befürchtung, dass einfach rein gar nichts passiert. Was aber nicht der Fall war. Die ersten Verbesserungen kamen direkt nach der ersten Stammzellbehandlung. Ich stand am Mülleimer und habe eine Apfelsine geöffnet. Und ich stand ganz alleine. Die Hand ist viel, viel ruhiger. Ich kann wieder Mascara verwenden. Also, ich denke, dass meine Familie und meine Freunde beeindruckt sein werden. Denn ich bin es jetzt schon. Weil ich mittlerweile viel fitter bin als noch vor den Stammzellen und mich auch viel stärker fühle. Ich kann jetzt wieder einen Tennisball in ein Glas befördern. Hey, nein, Quatsch. Konnte ich vor 4 Wochen nicht. Ich denke, die Therapie, ob jetzt Akupunktur, Magnettherapie oder Sauerstofftherapie, da springe ich jetzt drauf an. Oder da springt mein Körper drauf an. Ich denke, dass die Angestellten und die Therapien hier, also die Angestellten hier sind super, super nett und zuvorkommend. Mich hat sehr überrascht, dass die Leute hier alle so furchtbar nett sind. Das ist man in Deutschland gar nicht gewöhnt, dass man so nett zu einem ist. One is the Christmas energy. Yeah. Also meine Ernährungstherapeutin, wir mögen uns. Mein Ernährungsplan wurde geändert. Ich verzichte jetzt auf Zucker, esse ganz viele Nüsse,
weil das ist gut für die Ataxie, habe ich gelernt. Und ich habe aufgehört zu rauchen. Number one, you remove the bad thing already. Yeah. Okay. Number two, then you think about, okay, how do I put the good thing in? Yeah? Okay. So one step at a time. Okay. Do you understand? I understand. No, sugar, I know. Meine Ärzte und alle rundherum um mich sagten, Stammzellen sind mir, das kann nicht funktionieren. Ich selber habe gesagt, ich muss das probieren, habe es probiert, habe diese Erfolge erzielt und kann deswegen sagen, ich würde es wieder tun und ich rate es auch jedem, es zu versuchen. Ich will keine deutschen Untertitel.